Hallo zusammen, der nächste Guide ist am Start. Es geht diesmal um die Mongolen und ich will gar nicht lange drum rumreden. Los geht's, so rockt ihr die Leder mit den Mongolen. Ganz viel Spaß. So, wir befinden uns hier mal wieder in einem Ladder Game von mir. Und zwar gegen, es war glaube ich sogar Rang 50 roundabout zum Zeitpunkt des Spiels. Also ein ordentlicher Gegner. Und ich spiele hier mit den Mongolen gegen die Ayyubiden. Aber auch hier lege ich wieder sehr viel Wert darauf, dass ich euch einen Gameplan mitgebe, den man so eigentlich immer spielen kann, der jetzt nicht ausschließlich gegen Ayyubiden ist. Beziehungsweise die Ayyubiden können auch immer sehr unterschiedlich spielen. Aber das ist auf jeden Fall ein Guide, den ich euch hier gut mitgeben kann. Ja, mit den Mongolen, ihr seht schon, ich pausiere das Game direkt am Anfang, weil natürlich spielen sich die Mongolen etwas anders als andere Civs, was sie aber auch sehr spaßig zum Spielen macht, wie ich finde. Unser Opening, da dreht sich alles im ersten Moment darum, wo platzieren wir überhaupt unser Dorfzentrum? Und unser Dorfzentrum sollte eigentlich immer an der Woodline platziert sein. Und dann versuchen wir, eine zweite Ressource mit reinzunehmen in die Range vom TC. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass das Gold hier relativ nah an der Woodline ist. Deswegen platziere ich mein TC hier, damit das TC die Woodline abdeckt und das Gold auch noch mit abdeckt. Man hätte das TC zum Beispiel auch hier platzieren können. Dann hätte man das Stein nah am TC gehabt, was auch von Vorteil ist. Und die Woodline. Aber man versucht immer an die Woodline und dann irgendeine weitere Ressource mit in die Range vom TC einzubeziehen. Das sollte unser Ansatz sein zu Beginn. Meiner Meinung nach ist immer noch das Tower Rush Play sehr, sehr stark der Mongolen, weil es uns einfach von Anfang an die Möglichkeit gibt, Druck auf unseren Gegner auszuüben und die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Und das ist sehr, sehr stark, auch für das Follow-up der Mongolen. Wir eröffnen also folgendermaßen. Unser TC fährt zu einem Spot, wo es sich aufbaut. Ein Worker geht auf Stein und baut sofort ein Obo, weil wir frühestmöglich dieses passive Steineinkommen haben wollen. Und fünf Worker gehen auf einen Baum. Und da können wir uns einfach so einen einzelnen Baum am Anfang schnappen und unser Wirtschaftsgebäude hier einfach daneben parken, sodass wir einen Baum hier direkt so abarbeiten können. Und die Worker, die wir jetzt aus dem Dorfzentrum produzieren, die schicken wir an die Schafe, an die Nahrung. Hier oben rechts, wie immer, seht ihr auch meine Worker-Aufteilung, um das ein bisschen mitzuverfolgen. Ja, die fünf Worker an Holz, die werden jetzt 150 Holz heranschaffen, sodass wir sofort unsere Kaserne bauen können. Nachdem wir mit 5 an Holz sind, ich habe jetzt hier den einen Worker auch noch an Holz geschickt, weil er einfach nur wartet, bis er jetzt hier die Barracks bauen kann. So, nachdem wir genug Holz haben für die Barracks, senden wir ein paar Worker von unser Holz wieder an die Nahrung und ich belasse 3 noch an Holz. Wir brauchen jetzt noch Holz, um Speerkämpfer produzieren zu können und um gleich natürlich diesen Tower setzen zu können. Und die beste Aufteilung ist meiner Meinung nach 3 an Holz zu belassen und den Rest weiterhin an Nahrung zu rallyen. Auch unser Stein tickt jetzt schon rein durch unser frühes Obo. Es ist ein bisschen genervt worden vor einiger Zeit, aber ist immer noch nice. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die doppelten Speerkämpfer zu produzieren. Das machen wir auch sofort. Das heißt, wir kriegen quasi 2 Speerkämpfer zum Preis von einem durch diese 80 Steine, die wir dafür nutzen. Und mit diesen Doppelsperrkämpfern können wir jetzt Druck auf unseren Gegner ausüben und gewährleisten, dass wir einen offensiven Tower platzieren. So, wenn wir unsere Speerkämpfer andrücken, können wir eigentlich auch schon unsere Worker losschicken zu unserem Gegner. Ich laufe jetzt mit 2 Workern los, weil ein Tower braucht relativ lange zum Produzieren. Und wenn wir gegen Civs spielen, die relativ früh im Feudal Age dagegenhalten können, dann möchte ich kein Risiko eingehen und sicherstellen, dass unser Tower schnell genug steht. Wenn dieser Ayyubide jetzt zum Beispiel auf den Militärflügel Verstärkung gehen würde, dann hätte er sofort einen Wüstenplünderer, sobald er Feudal Age erreicht. Und wenn dann ein Worker hier immer noch dabei ist, diesen Tower zu bauen, kann es sein, dass der Probleme bekommt und wir den Tower eventuell nicht abkriegen. Deswegen spiele ich gegen solche Civs einen Tower Rush mit 2 Workern, damit der Tower auf jeden Fall rechtzeitig ab ist. Unser Ziel des Tower Rushes ist eigentlich immer Gold. Gold ist eigentlich immer das Ziel, und zwar gerade bei so einer Civ wie Ayyubiden. Die spielen gerne in Fast Castle Age, wenn man sie lässt.
Und das können wir vereiteln, indem wir einen Tower an das Gold setzen. So, was passiert hinten dran? Hinten dran gehen wir jetzt weiter die ganze Zeit mit Workern an Nahrung. Und ich habe zwei Worker an Holz gelassen, sodass wir genug Holz auf der Bank hatten, um nochmal weitere zwei Sperrkörper anzudrücken mit unserem Stein. Und jetzt switchen wir auf Gold. Also meistens, wenn wir unsere zweiten Sperrkämpfer-Trupp hier auf dem Feld haben, dann können wir auf Gold gehen, damit wir jetzt gleich auch das TC nachziehen können. Also 11, 12 Worker auf Nahrung und dann sollten wir auf Gold gehen. Der nächste Worker von mir sollte auch dringend auf Gold gehen, weil sonst passt es nicht. Und unsere Sperrkämpfer und der Tower, der hat jetzt eigentlich seinen Job erledigt. Also wir müssen jetzt nicht überreagieren und versuchen, noch krasse Sachen mit unseren Sperrkämpfern zu erreichen. Manchmal ist weniger mehr. Das Gold ist geblockt und damit sind wir erstmal zufrieden. Es kann passieren, wenn wir jetzt mit den Sperrkämpfern hier aus dem Tower rausmoven und dann zum Beispiel versuchen, hier noch an den Barrys anzugreifen oder so, dass unser Gegner einfach kurzerhand Worker pullt und den Tower einreißt, weil der ungeschützt ist. Und das wollen wir auf keinen Fall. Deswegen, ganz nach dem Motto, manchmal ist weniger mehr. Einfach die Sperrkämpfer in dem Tower parken, das Gold ist geblockt. Und damit sind wir erstmal happy. So, wir haben jetzt auch 3 auf Gold, 12 auf Nahrung. Ihr seht, mein dritter an Gold war ein bisschen spät, deswegen hängen wir vom Timing her nicht ganz optimal. Oder wir hängen vom Timing her ein bisschen nach. Die zwei Worker, auch die, gehen wieder nach Hause. Es gibt Spieler, die spielen dann ganz aggressiv den Tower Rush weiter und bauen noch einen zweiten Tower. Halte ich für wesentlich zu riskant, weil für einen zweiten Tower bräuchten wir noch mal 100 Holz. Das heißt, unser Age-Up wäre sehr, sehr, sehr spät. Der zweite Tower kommt relativ spät. Das heißt, wenn unser Gegner da schon Einheiten aufs Feld bekommt und den Tower verteidigen kann, haben wir natürlich auch ein Problem. Also ich würde es bei diesem einen Tower belassen, meine Worker einfach wieder nach Hause schicken und gut ist. So. Ja, es gibt viele Möglichkeiten mit den Mongolen. Ich spiele jetzt hier den silbernen Baum und ich denke, es ist eine sehr gute Strat mit dem silbernen Baum. Man kann auch die Hirschsteine spielen. Also ist es wirklich so, finde ich, dass man mit den Mongolen sehr ausgeglichen beide Landmarks spielen kann. Ich hatte gerade eben zum Beispiel noch ein Game gegen Delhi und gegen Delhi würde ich nicht auf Trade gehen, weil Delhi eh komplett ins Feudal Age investiert und sehr viel Druck auf uns machen kann. Und da bin ich auf die Hirschsteine gegangen und habe damit komplett Feudal Age gespielt und konnte dieser Delhi Feudal Age Macht sogar standhalten, weil die Mongolen nicht zu unterschätzen sind, was ihre Wirtschaft angeht, auch ohne Trade. Wenn die halt die Hirschsteine haben, die boosten die Worker bewegen sich schneller, es ist erhöhtes Einkommen, wir haben mit unserem Stein übers Obo immer eine erhöhte Produktionsrate. Also Mongolen haben da schon recht viel Power. Man muss nicht den Trade spielen. Entscheidet da gerne selbst, was euch da eher entgegenkommt. Man kann auch auf Hirschsteine gehen und dann verspätet auf Trade gehen, indem man dann einfach so Marktplätze baut. Ich spiele jetzt hier die Variante mit dem silbernen Baum, das heißt, wir gehen sofort auf Trade. Und in diesem Gameplan spielen wir quasi Mass Feudal Age, bauen hinten dran Trade auf und wir gehen erst Castle Age, wenn unser Gegner Castle Age geht. Also wir versuchen quasi, so lange wie möglich Feudal Age zu spielen, unseren Trade so gut wie möglich zu verteidigen, mit unseren starken Keshiks im Feudal Age, mit unseren Bogenschützen. Und erst wenn unser Gegner quasi ins Castle Age switcht, wollen wir das auch in der Regel. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. So, unser Gegner investiert jetzt auch schon in Produktionsgebäude, will ein bisschen Druck auf uns machen. Ich habe jetzt schon ein Stable gebaut, sorry, habe ich gerade nicht erwähnt. Auch hier gilt wieder, während wir agen, während wir den silbernen Baum bauen, bin ich mit mehr Workern aus Holz gegangen, um genug Holz zu haben, um weitere Produktionsgebäude zu bauen. Das erkläre ich euch eigentlich in jedem Guide. Immer während wir ins Feudal Age gehen, wollen wir Holz haben, damit wir das Feudal Age auch gut ausspielen können. Ich habe mich jetzt für den Stable entschieden. Das kann man eigentlich fast immer so machen, weil die Keshiks einfach eine super gute Einheit sind im Feudal Age. Wenn unser Gegner schon Sperrkämpfer auf dem Feld hat, wenn, ja, keine Ahnung, Osmanen oder wie auch immer, wenn unser Gegner schon Sperrkämpfer auf dem Feld hat, kann man auch gerne mit einem Schießstand eröffnen. Aber ich ziehe den Schießstand jetzt auch eh sofort hinterher. Und deswegen macht es meistens Sinn, mit dem Stable eröffnen, schöne Keshiks andrücken
und dann der Schießstand hinterher, um auf unsere starke Kombination Keschig-Bogenschützen zu kommen. Der silberne Baum. Ich produziere immer gerne so ein, zwei Trader mit dem silbernen Baum aus unserer Base heraus sozusagen, bevor ich ihn in die lange Ecke schicke. Das ermöglicht uns einfach schon mal frühzeitig ein paar mehr Wirtschaftseinheiten zu haben. Man kann jetzt hier das Stein nutzen, um doppelte Trader zu produzieren. Man kann natürlich auch das Stein eher nutzen, um Doppel-Cashing zu produzieren, und man baut einzelne Händler. Das ist immer ein bisschen euch selbst überlassen, wie ihr euer Stein investieren wollt. Grundsätzlich solltet ihr aber euer Stein hauptsächlich für die Militärproduktion nutzen. Und Bitponk, ich danke dir für den Sub. Und meistens macht es Sinn, die Bogenschützen dann mit dem zusätzlichen Stein zu produzieren, denn 80 Stein für einen zusätzlichen Bogenschützen ist mega, mega nice. Und da kriegen wir dann schnell eine ordentliche Masse an Bogenschützen aufs Feld. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade die Trader gecancelt, die ich mit Stein produziert habe. Also die ersten beiden habe ich mit Stein produziert. Jetzt produziere ich nochmal einen einzelnen, um dann jetzt gleich auf Armee zu kommen. Immer schön scouten natürlich, was macht unser Gegner. Wenn unser Gegner jetzt zum Beispiel ein Fast Castle Age spielen möchte, dann können wir auch nicht viel in Trade investieren und gnadenlos Einheiten durchpumpen und unser Gegner versuchen damit zu überrollen. Auch das funktioniert ganz gut. Wir können aber natürlich auch weiter in unsere Wirtschaft und in unseren Trade investieren. Ich habe jetzt drei Händler gebaut, dann haben die schon mal den Weg zurückgelegt bis zu dem Markt hier. Und jetzt fahre ich meinen Markt Richtung obere Ecke, um möglichst langen Handelsweg zu schaffen, weil der am effektivsten ist. Ich fahre den jetzt auch nicht direkt ganz nach oben in die Ecke, sondern baue den jetzt erstmal zwischendurch hier nochmal auf, damit wir jetzt hier schon mal die zusätzlichen Ressourcen bekommen. Und da nicht zu lange darauf warten müssen. So, wie angesprochen, ne, wir produzieren Keshiks, wir produzieren Bogenschützen, hier die schöne Doppelbogenschützenproduktion. Das heißt, wir kriegen jetzt sehr, sehr schnell Armee aufs Feld. Und damit versuchen wir halt, unsere zusätzliche Wirtschaft zu schützen. Und wenn unser Gegner halt sehr greedy ist, dann können wir die Armee nutzen, um unseren Gegner auch direkt unter Druck zu setzen. Das sind so die Basics. Upgrades dazu holen immer gut. Wir setzen auf eine Menge Bogenschützen. Das heißt, unser Holzeinkommen ist sehr wichtig. Deswegen gehe ich hier früh auf das Breitaxt-Upgrade. Schubkarre natürlich auch immer gut. Das lasse ich aber jetzt erstmal außen vor. Versuche jetzt schon mal einen Tower zu platzieren. Die Tower, auch wenn wir nicht die Hirsteine als Landmark haben, boosten die Tower die Bewegungsgeschwindigkeit unserer Kavallerieeinheiten. Und dazu zählen auch unsere Händler. Das heißt, in dem Bereich von unseren Towern laufen die Händler schneller und unsere Kavallerieeinheiten schneller. Deswegen lohnen sich die Tower auf jeden Fall. Ich positioniere den jetzt in diesem Fall hier an unserem neutralen Markt. Das gibt uns Vision, das gibt uns Schutz, wenn ein Raid kommt. Und es gibt uns erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit für unsere Einheiten. Ich habe jetzt meine Armee hier hingeschickt, um den Worker zu schützen, während er den Tower baut. Hinten dran mag ich sehr, auf Weiden zu gehen. Die Weiden mit den Schafen ermöglichen uns einfach, eine sehr sichere und sehr effektive Nahrungssammelrate zu haben, indem wir die Worker weiter auf die Schafe schicken. Eine Weide kostet 150 Holz. Dadurch, dass wir sowieso sehr heavy auf Holz gehen für unsere Bogenschützenproduktion, ist es meistens drin, dass wir hier und da eine zusätzliche Weide adden. Die Schafe sind einfach super effektiv. Für alle weitere Nahrung müssen wir halt unsere Base verlassen. Das kommt auch immer ein bisschen auf den Spielverlauf an. Angenommen, unser Gegner spielt sehr greedy und wir versuchen, den mit unserer Armee unter Druck zu setzen und drängen ihn auf seine Seite der Map, dann können wir auch ruhig auf die Rehe gehen, weil die natürlich auch eine sehr, sehr effektive Nahrungssammelrate haben. Wenn wir aber eher in die Enge gedrängt werden und uns verteidigen müssen, dann ist das natürlich auch sau viel wert, wenn wir unsere Nahrung safe unter unserem Town Center haben. So, ich produziere jetzt immer Stück für Stück weitere Händler, produziere weiter Armee, Keshiks und Bogenschützen. Immer wenn ich so um die 80 Holz habe, versuche ich wieder eine Doppelproduktion von den Bogenschützen anzudrücken. Und so versuchen wir eine schöne Keshik-Bogenschützen-Armee aufzubauen.
Wenn wir natürlich gegen Sith spielen, die starke Kavallerie haben, wie zum Beispiel Ritter, dann lohnt es sich auch weiter Speerkämpfer zu bauen. In dem Fall oder in der Regel ist aber diese Kashyyyk-Bogenschützen-Kombi einfach eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr gute Wahl der Armee-Composition. So sollte das dann bei euch auch ungefähr aussehen von ja, der Unit-Composition. Mittlerweile habe ich jetzt meinen silbernen Baum auch ganz in die Ecke gefahren, sodass die Händler jetzt die volle Reichweite ausnutzen. Wir sehen jetzt schon einen Händler, der hat 76 Gold, 8 Nahrung dabei. Das ist schon ordentlich. So, wie läuft so ein Fight ab? Unsere Bogenschützen haben immer den Job, die Bahn frei zu machen für unsere Kashyyyks. Unsere Kashyyyks sind quasi unsere Power Units und die Bogenschützen machen die Bahn frei. Das heißt, in der Regel haben unsere Gegner jetzt wahrscheinlich Speerkämpfer. Wenn unser Gegner Speerkämpfer hat, dann fokussen unsere Bogenschützen die gegnerischen Speerkämpfer raus. In dem Fall hat unser Gegner Desert Raider, also Wüstenplünderer, als Counter zu unserer Kavallerie. Das heißt, unsere Bogenschützen versuchen, die Desert Raider rauszufokussen. Auch Kiten hilft natürlich auch immer ganz gut. Wenn weder Desert Raider oder Speerkämpfer auf dem Feld sind, dann greifen unsere Bogenschützen am besten die Bogenschützen unseres Gegners an. Was wir nicht wollen, ist, dass unsere Bogenschützen gepanzerte Einheiten angreifen, weil da machen sie einfach sehr wenig Damage. Also wir wollen unsere Bogenschützen eigentlich immer Einheiten angreifen lassen, gegen die sie auch effektiv sind. So, ich habe jetzt gemerkt, okay, mein Gegner hat doch recht viel in Armee investiert. Ich ziehe mich jetzt erstmal ein bisschen zurück, um meinen Trade zu schützen. Hier kommt ein kleiner Raid, deswegen schicke ich meine Armee in die Richtung. Man sollte natürlich grundsätzlich nicht seine ganze Armee, eine Einheit zurückschicken. In dem Fall ist hier meine Base aber sehr kompakt, deswegen habe ich da das Gefühl, da kann mein Gegner gerade eh nicht sehr viel erreichen. Deswegen verlagere ich meine Armee jetzt nach oben und ich adde auch weitere Tower auf diesem Weg, auf diesem Handelsweg, damit wir Trader, die angegriffen werden, in Sicherheit schicken können, in die Außenposten und damit die Außenposten weiter die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. So, unser Gegner macht hier weiteren Druck, aber hinten dran geht unser Gegner hier schon nach Castle Age. Aber deswegen sage ich, wir können auch immer gut Castle Age hinterherziehen, weil wenn unser Gegner Castle Age ist und wir noch nicht, haben wir trotzdem in der Regel eine ganz brauchbare Armee, weil unsere Kashyyyks sind zum Beispiel gar nicht so schlecht gegen gepanzerte Einheiten. Unsere Kashyyyks sind gar nicht so schlecht gegen Waffenknechte, die unser Gegner bauen kann. Und deswegen haben wir da immer so ein bisschen Puffer, bevor wir selber Castle Edge brauchen. Und wenn unser Gegner halt Ressourcen investiert in ein Castle Edge, dann bedeutet das meistens, dass wir eine größere Armee haben, weil wir mehr Ressourcen in unsere Einheiten investieren können. Und damit unser Gegner dann unter Druck setzen können oder da weiter die Kontrolle halten können. So, der nächste Fight geht los. Auch hier wieder, ne, unsere Bogenschützen fokussen die Desert Raider oder die Speerkämpfer, wenn welche da wären. Und dann haben unsere Kashyyyks freie Bahn. Ganz wichtig, wenn euer Gegner Speerkämpfer hat, die Kashyyyks sollten wirklich so gut wie nie in den Speerkämpfer fighten. Tankt ruhig ein bisschen Damage mit euren Bogenschützen und wenn dann die Speerkämpferanzahl niedrig ist, dann können die Kashyyyks reingehen. Ich habe das gerade erklärt, dass die Bogenschützen keine gepanzerten Einheiten angreifen sollten. Das gleiche zählt natürlich auch für Light Cav. Die Light Cav hat gute Rüstung gegen Fernkampfeinheiten und deswegen wollen wir nicht, dass unsere Bogenschützen jetzt zum Beispiel Light Cav angreifen. Unsere Bogenschützen haben seine Wüstenplünderer rausgefokust und jetzt fokus ich seine Bogenschützen raus. Und hier sieht man jetzt auch ganz schön der Shift-Command, dass ich hier schon den Bogenschützen den Befehl gebe, erst den Bogenschützen, dann den anzugreifen, sodass die schön Stück für Stück die gegnerischen Bogenschützen rausnehmen. Und unsere Kashyyyks lassen wir schön immer in der Front fighten. Die tanken richtig gut, die sind gepanzert, die haben gute Rüstung, die heilen sich mit jedem Schlag ein bisschen. Die sind einfach sehr, sehr strong und sind sehr effektiv gegen so Einheiten wie Reiter zum Beispiel. Und natürlich gegen gegnerische Bogenschützen erst recht. So. Den Fight haben wir jetzt gewonnen. Unser Gegner geht aber auch Castle Edge hinterher. Und das ist unser Zeitpunkt. Wenn jetzt euer Gegner Castle Edge ist und ihr in der Situation seid, dann müsst ihr jetzt angreifen. Also der Alert, dass euer Gegner Castle Edge bedeutet immer Vollgas nach vorne.
Ganz, ganz wichtig. Weil jetzt, dadurch, dass ich jetzt nach vorne push, ja, sind jetzt gerade hier 33 Worker auf der Flucht, die sonst normal weitergearbeitet hätten, wenn wir jetzt zu Hause gechillt hätten. Also sehr wichtig, jetzt in die Offensive zu gehen, wenn unser Gegner gerade im Castle Edge ist, weil die ersten einzelnen Castle Edge Einheiten, die sind gar nicht so gefährlich für uns. Hinten dran versuchen wir jetzt aber natürlich in Richtung Castle Edge zu kommen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir uns ausruhen und die ganze Zeit angenehm im Imperial Edge bleiben, sondern wir paniken jetzt noch nicht, nur weil unser Gegner Castle Edge ist, aber wir versuchen jetzt natürlich Castle Edge nachzuziehen und ich reagiere, indem ich jetzt Worker an die Rehe schicke. Ich habe Map Control, ich setze meinen Gegner gerade unter Druck, ich pushe meinen Gegner nach hinten. Das heißt, wir können jetzt auch mit unseren Dorfbewohnern auf die Map raus und das ermöglicht uns jetzt zum Beispiel auf die Rehe zu gehen. Immer wenn ihr auf die Rehe geht, gerne das Upgrade hier andrücken, das macht die Worker nochmal sehr viel effizienter und es ist nicht teuer. Und das ermöglicht mir dann gleich Castle Edge nachzuziehen. So, ich versuche jetzt den Gegner auch so lange vom Gold fernzuhalten und unter Druck zu setzen, wie nur geht. Ja, meinen Khan habe ich wieder erfolgreich weggeschmissen. Das sollte man natürlich nicht machen. Jetzt merke ich, okay, jetzt wird es langsam kritisch. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich wollte gerade sagen, ich ziehe mich zurück, aber da habe ich mich noch nicht zurückgezogen. Jetzt habe ich aber keine Cashix mehr, deswegen jetzt kippt das so langsam. Aber grundsätzlich, ihr seht, mit der Armee, die ich hatte, ich kann auch viele seiner Bogenschützen rausnehmen. Wenn ihr wisst, dass euer Gegner gleich Kavallerie spielen wird, ich bin davon ausgegangen, dass er Camelancer spielt, deswegen habe ich noch ein paar Speerkämpfer geaddet. Wir versuchen einfach so viel noch rauszunehmen, wie geht. Und hinten dran habe ich jetzt auch die Ressourcen, um nach Castle Edge zu gehen. Unsere Castle Edge-Wahl sollte jetzt der Kurultel sein. Ich habe Trade, dadurch habe ich ein zusätzliches gutes Goldeinkommen. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt das Step Redoubt, um noch ein besseres Goldeinkommen zu haben, sondern wir können das Kurultel spielen. Und das Kurultel ist schon saustark. Es heilt die Einheiten und vor allem ermöglicht es uns plus 20% Damage für jede Einheit, die in dem Einflussgebiet ist. Also das Kurultel hat schon ordentlich was drauf. Versucht immer das Upgrade hier zu holen, wenn ihr das Kurultel spielt. Überlegene Mobilität erhöht einfach die Geschwindigkeit der Gebäude um 50%. Also sehr wichtig, weil das Kurultel versucht ihr natürlich immer wieder zu bewegen und immer wieder in eine gute Position zu bringen, sodass ihr das Kurultel gut für den Kampf nutzen könnt. Im Castle Age ändert sich jetzt unsere Army Composition ein bisschen. Armbrustschützen sind immer eine sehr mächtige Einheit. Deswegen solltet ihr meiner Meinung nach oft einen Fokus auf die Armbrustschützen setzen. Die Kashyyyk sind immer noch nice, aber Kashyyyk sind einfach zu kontern von gegnerischen Armbrustschützen, aber auch von gegnerischen Speerkämpfern und sind teuer. Deswegen würde ich euch empfehlen, meistens ist es sehr gut, eine Armbrustschützen- und Speerkämpfer-Kombination mit zum Beispiel Lightcav zu spielen. Und das ist schon mal so eine gute Grundcomposition, auf die ihr aufbauen könnt. Grundsätzlich gilt natürlich immer anpassen, was der Gegner macht. Wenn euer Gegner besonders viele Einheiten von einem bestimmten Typ spielt, dann versucht ihr da natürlich noch drauf zu reagieren. Ich push jetzt hier gerade so weit nach vorne, weil ich noch versucht habe, meinen Gegner hier von den Reliquien fernzuhalten, weil er die natürlich haben will. War ein Fehler, habe jetzt viele meiner Einheiten verloren. Aber trotzdem haben wir immer noch ein sehr gutes Einkommen. Ich pumpe jetzt ordentlich Crossbows raus. Sollte jetzt auch gleich noch ein Konter spielen gegen seine Bogenschützen. Ich spiele jetzt weitere Kashyyyk, weil er halt so viele Bogenschützen hat. Ja, und das ist so die Grundcomposition, die ihr spielen solltet. Das Game geht jetzt hier noch eine Weile weiter. Ich möchte nicht zu weit gehen, weil das ist immer sehr schwierig, das ist immer sehr, sehr situationsbedingt. Erstens möchte ich euch nicht ein zu langes Video zumuten und zweitens ist ab jetzt quasi, ja, alle Entscheidungen, die ich treffe, sind sehr situationsbedingt. Grundsätzlich versuche ich euch nochmal mitzugeben, reagiert auf das, was der Gegner macht. Spielt unser Gegner sehr viele Bogenschützen, versuchen wir ja, einen Konter dagegen zu spielen, zum Beispiel Kavallerie. Da es im Castle Edge immer sehr einfach ist, wenn man Bogenschützen spielt, auch Armbrustschützen zu spielen, lohnt sich meistens nicht gepanzerte Einheiten zu spielen,
wie zum Beispiel die Kashyyyks, weil sie halt teuer sind und sehr schnell gekontert werden von den Armbrustschützen. Deswegen macht es da meistens Sinn, dann auch die Lightcap zu switchen. Aber bleibt da immer flexibel. Es gibt nicht diesen einen richtigen Plan, sondern versucht mit Verstand zu spielen, versucht zu scouten, Info zu haben, was spielt der Gegner und was ist gut gegen das, was mein Gegner gerade spielt. Das ist an sich der Trick. Wir versuchen immer weiter Trade zu bauen. Also die Trader-Production, die sollte nie aufhören. Immer schön weiterbauen. Nichts übertreiben, wenn euer Gegner euch sehr unter Druck setzt. Ihr seht, ich habe gerade 5 Trader. Ja? Ich habe ein paar Trader verloren gegen seine Raids. Wenn euer Gegner euch sehr unter Druck setzt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr da zwischendurch mal keine Händler produziert und wirklich eure Ressourcen alle nutzt, um euch zu verteidigen. Aber ihr solltet immer Händler auf dem Feld haben. Und sobald ihr Luft habt, sobald ihr das Gefühl habt, immer schön weitere Händler bauen. Das ist eure Win-Condition, dass die Händler einfach so ein gutes Einkommen geben, dass ihr darüber gewinnen könnt. Noch ein kleiner Goodie von den Mongolen ist die verbesserte Belagerungstechnik. Die kostet 175 Stein. Die solltet ihr auf jeden Fall entwickeln. Dazu muss die Schmiede am Obo stehen. Wenn ihr das entwickelt habt, dann können die Mongolen genauso wie die Abbasiden und Ayyubiden Siege im Feld bauen mit ihren Infanterieeinheiten. Und das ist sehr, sehr stark. Also denkt dran, das Upgrade mitzunehmen. Und dann seid ihr, glaube ich, schon sehr, sehr nice unterwegs mit den Mongolen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg. Danke fürs Zuschauen und lasst mich gerne eure Meinung wissen. Bis zum nächsten Mal.